Ja, für ausgedehnte Fahrradtouren war das Wetter an Ostern nicht so pralle, das haben wir ja schon gesehen. Aber das hat Markus Freitag und Frank Buse wenig interessiert. Denn die beiden aus Hamm haben mal eben knapp 300 Kilometer abgerissen. Und zwar für den Klimaschutz. Die beiden transportieren Schokolade mit dem Lastenrad. Sie übernehmen also quasi das, was sonst die großen Lkw auf den Straßen tun. Und zwar, damit ihre Schokolade klimaneutral wird. Ankunft morgens um 9:30 in Weeze. Man kennt sich schon aus früheren Jahren. Hallo Simone. Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr schon da? Ja. Die beiden Schokofahrer aus Hamm sind in diesem Frühjahr als eine der ersten Gruppen auf dem Biohof, um dort Schokolade abzuholen. Sie wollen das schwarze Gold vom Niederrhein bis nach Oer-Erkenschwick und Hamm transportieren. Mit Muskelkraft und einem E-Lastenrad. Aber erstmal müssen sie die 70 Kilo unterbringen. Man muss genau überlegen, ob wir die georderte Ladung dann auch mitbekommen. Danach richten sich dann auch die Mitfahrer. Und das ist immer wieder eine Herausforderung aufs Neue eigentlich, weil das ändert sich ja auch ständig. Und von daher deswegen auch die vielen Taschen, die wir mit haben. Es ist ein bisschen wie Tetris. Als die Taschen gepackt sind, gibt es noch eine Zugabe für die Fahrer. Denn die beiden transportieren die Schokolade ehrenamtlich. Markus Freitag macht seit 2019 mit. Was überzeugt ihn an der Idee der Schokofahrt? CO2-freie Produktion auch. Die Fabrik, die neue, die die in Amsterdam haben, ist ja komplett CO2-neutral. Und wir machen dann die letzte Meile. Praktisch die Schokolade zum Endverbraucher bringen, beziehungsweise zu den Großhändlern in Anführungsstrichen. Diese letzte Meile hat es für die beiden Hammer in sich. Über fast 150 Kilometer geht es an einem Tag von Weeze über Oer-Erkenschwick bis nach Hamm. Der Kakao hat da schon eine weit längere Strecke hinter sich. Mehr als 10.000 Kilometer mit dem Segelschiff auf dem Atlantik. So wurden die Kakaobohnen emissionsfrei von der Dominikanischen Republik bis zur Fabrik in den Niederlanden gebracht. Dort wurde dann die Schokolade hergestellt. Die Idee hinter dem Projekt der Schokofahrt ist es, bewusst zu machen, welcher Aufwand dahinter steckt, Luxusgüter wie Schokolade zu uns zu bringen. Ein Aufwand, den die beiden am Abend in ihren Beinen merken werden. Das ist nicht ohne und das ist schon, bedarf auch einer gewissen Vorbereitung. Also ich habe schon ein bisschen was im Vorfeld getan, denn so viel Fahrrad bin ich auch nicht sonst gefahren. Habe ich wirklich auch im Vorfeld ein bisschen trainiert, aber wird so im Nachhinein, muss ich sagen, bis jetzt läuft es wirklich sehr gut. Und Beine und vor allen Dingen der Po machen gut mit, also von daher. Hat sich der Aufwand denn trotz der Strapazen gelohnt? Diese Strecken, die wir uns aussuchen, die sind wirklich spitze zu fahren auch. Das macht richtig Spaß. Gerade auch zu Corona-Zeiten, mal wirklich wieder was anderes zu sehen und welche schönen Ecken wir auch einfach hier in Nordrhein-Westfalen haben, wo man durchkommt, die man sonst gar nicht kennengelernt hätte. Wie die beiden Hammer holen in den nächsten beiden Wochen noch weitere Gruppen Schokolade an der holländischen Grenze ab. Rund 15.000 Tafeln. Pro Tafel werden dabei rund 40 Gramm CO2 eingespart. Nach rund 5 Stunden kommen die beiden in Oer-Erkenschwick an. Hier liefern sie Schokolade an einen Biohof aus. Hallo. Da ist sie. Oh ja. Gut temperiert.